Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die heutige Aktuelle Stunde gibt uns die Möglichkeit, noch einmal deutlich darauf hinzuweisen, warum diese Truppenverlegung notwendig ist und warum sie richtig ist und warum wir sie auch unterstützen. Und es zeigt auch ganz klar die Verbundenheit der Vereinigten Staaten für die Sicherheit und für die Freiheit in Europa. Das ist ein Ausdruck von Präsenz, das ist ein Ausdruck von Transparenz, dass dieses hier so deutlich dargestellt ist. Und es ist im Übrigen seit dem Jahr 2014 schon fest vereinbart. Und es signalisiert eben genau Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit für die Absicherung der Ostgrenzen der NATO. Und dies, meine Damen und Herren, ist notwendig geworden. Wir beobachten hier in Deutschland, in Europa und auch innerhalb unseres NATO-Bündnisses sehr deutlich, dass die Annexion der Krim völkerrechtswidrig war, dass die Einflussnahme in der Ostukraine ein Angriff war auf die Souveränität dieses Landes, dass dies außerhalb des Rechtsrahmens ist. Und deswegen ist auch hier ein deutliches Zeichen an Europa und ein deutliches Zeichen auch an unsere NATO-Partner notwendig. Mit hybriden Provokationen, mit Völkerrechtsbruch, mit Alarmierungsübungen, mit Einschüchterungspolitik, mit drei neuen Divisionen an der Grenze untergräbt die Kremlführung ganz bewusst die europäische Integration, und sie befördert damit den Extremismus auch in der politischen Debatte, nicht nur in Frankreich bei Frau Le Pen, nicht nur bei der AfD, sondern leider auch bei der Fraktion Die Linke. Man sieht es an ihrer Argumentation, meine Damen und Herren. Das alles beunruhigt uns hier in Deutschland, und es beunruhigt vor allem die Menschen in den baltischen Staaten, in Rumänien, in Bulgarien, in Polen und ich füge hinzu auch in Schweden und in Finnland. Und wir lassen sie nicht alleine, sondern wir stehen aktiv und sichtbar an der Seite. Meine Damen und Herren, die Anbindung an Europa, an die NATO, sie soll untergraben werden, indem eine Einschüchterungspolitik vollzogen wird von russischer Seite. Und deswegen ist es wichtig, den Schutzdeich an der osteuropäischen NATO-Grenze zu erhöhen, weil es eine klare Strategie gibt aus dem Kreml heraus, nämlich die Einflusssphäre zu erweitern, die Souveränität von Staaten zu untergraben und anzugreifen. Und deswegen ist Atlantic Resolve eine gut angelegte multinationale Unternehmung. Und wir sind den Vereinigten Staaten dankbar für dieses sichtbare Zeichen für Frieden und Stabilität in Europa, meine Damen und Herren. Deutschland unterstützt diese Maßnahmen im Rahmen des sogenannten Host Nation Supports, in dem 4.000 Soldaten, US-amerikanische Soldaten, Deutschland auch als Drehscheibe logistisch nutzen können, um von hier aus die baltischen Staaten, Polen zu unterstützen. Das ist im Namen des NATO-Truppenstatuts und damit im Rahmen von Recht und Ordnung und auch Ausfluss des NATO-Gipfels von Wales und Warschau. Und wir unterstützen dies auch mit einer Enhanced Forward Presence, einer sogenannten Vorne-Präsenz, um deutlich zu machen, wir sind bei den baltischen Staaten, wir sind bei Polen, weil wir sagen, Bündnisverteidigung ist auch Landesverteidigung. Und auch deswegen leistet Deutschland einen Beitrag in Litauen, wo wir ab 2017 mit 450 Soldaten zusammen mit den Niederländern, mit den Norwegern, mit den Belgiern ein Zeichen setzen für diese Einigkeit. Wir leisten einen Beitrag als Deutschland für die sogenannte schnelle Speerspitze der NATO, allein um mit einer schnellen Präsenz in einer Phase der Beunruhigung innerhalb des NATO-Gebietes deutlich zu machen, dass wir zusammenstehen und dass ein Überschreiten der Grenze durch den Kreml ein Angriff auf alle souveränen Staaten wäre. Und auch hier sind wir uns der Rückendeckung, der Rückversicherung Kanadas und auch der Vereinigten Staaten sicher im Rahmen der wichtigen, notwendigen transatlantischen Beziehungen. Das alles im Rahmen der 2+4-Gespräche, das alles im Rahmen der NATO-Russland-Grundakte. Wir stehen zu diesem Recht, auch um deutlich zu machen, dass es Unrecht war,
die Krim zu annektieren. Wir setzen uns ein für ein geeintes Europa, für eine starke NATO mit dem klaren Ziel von Frieden, von Freiheit und für eine friedliche Entwicklung hier in Europa, meine Damen und Herren. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde spricht der Kollege Thorsten Frey für die CDU und CSU.